Arthur Theate wird für das nächste EM-Qualifikationsspiel der belgischen Nationalmannschaft, das an diesem Sonntag gegen Israel stattfindet, nicht zur Verfügung stehen. Der belgische Fußballverband bestätigte, dass neben Theate auch Romelu Lukaku, Amadou Onana, Maxime de Kuyper und Romeo Lavia aufgrund von Verletzungen aus dem Kader gestrichen wurden. Dies stellt einen erheblichen Verlust für das Team dar, das in diesem entscheidenden Spiel ohne mehrere seiner Schlüsselspieler auskommen muss. Es gibt noch keine detaillierten Informationen über die Gründe für Theates Abwesenheit. Es ist unklar, ob er sich kürzlich verletzt hat oder ob er mit langfristigen Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat. Da Belgien nach dem Spiel gegen Israel keine weiteren Spiele in dieser Phase der internationalen Verpflichtungen mehr hat, wird erwartet, dass Theate frühzeitig nach Frankfurt zurückkehrt, wo er wahrscheinlich weiteren medizinischen Untersuchungen unterzogen wird. Eintracht Frankfurt, der Verein des Spielers im Alter von 23 Jahren, hat sich noch nicht zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Der Sommerneuzugang, der auf Leihbasis mit Kaufoption vom Stade Rennes kam, hat sich schnell als unverzichtbarer Bestandteil der Verteidigung des Teams etabliert. Seine Leistungen in der Abwehrreihe sind entscheidend für die Mannschaft und ein längerer Ausfall des belgischen Verteidigers wäre ein großer Rückschlag für den Bundesligisten. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.